verzogener König und Detektiv. Gegen Eisprinzessin und Tüftler. Echte Karten, echtes Gameplay, echte Emotionen! Herzlich willkommen zu Toter Hahn Quest for Lorcana. Salve Illuminatori, ich bin Vladimiro. Ich bin Thorsten. Wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Gameplay. Willkommen, ich bin Vladimiro und ich spiele heute das On-Curve Agro-Deck, wo wir mit Detektiv Miki so schnell wie möglich auf 5 Tinten kommen, damit wir dann sofort Cusco und Kompanie Runde 4 ausspielen können. Viel Spaß! Hi, ich bin Thorsten. Ich spiele heute Xaver Hampelmann und Elsa in der Hoffnung, mit Xaver so viele Karten wie möglich zu ziehen und mit Elsa so viele Legendenpunkte zu sammeln. Willkommen zum Gameplay. Wir fangen direkt an. So. Let's go. Ja, wir müssen ja gucken, wer anfängt, ne? Genau. 1, jawohl. 2, boah, sehr stark. Dann fängst du wohl an. Juhu. Uphill Battle für mich, als Agro-Spieler. Diesmal Mensch. Packe ich in den Tintenvorrat und spiele direkt ein Pascal. Hallo, Pascal. Und du darfst. Jo, draw. Dann würde ich doch tatsächlich mal einen Herzog von Pitzbühel im Tintenvorrat legen und fange mit Herzog von Pitzbühel an. Du darfst. Okay. Ready, set, draw. Dann werde ich Merlin Ziegel im Tintenvorrat packen. Verwende dann eine Tinte. Für ein Tazerteller. Oh ja. Ziehe eine Karte. Und zahle eine weitere Tinte für einen zweiten Pokal. Oh, jetzt geben sie beide gegenseitig Tarnung. Das ist ja geil. Ja, mega. Super gut. Okay, das war's. Jo, ready, set, draw. Halt. Ja. Nee, mit einem G. Ja, bitteschön, natürlich. Questen natürlich auf 1. Erster Punkt. Genau. Gut, ready, set, draw. Die Grinsekatze wird gefordert und für 2 spiele ich dann Flynn Rider und mit Herzog von Pittsburgh gehe ich ebenfalls questen, hole mir den ersten Punkt und du darfst. Mhm. Ready, set, draw. Okay. Ich werde Madame Mim. Ja. Tintenvorrat packen. Gehe mit Pascal questen. Ja. 2. Zahle dann 3 Tinte. Jo. Spiele Madame Mim. Jo. Hole mir Pascal zurück. Mhm. Und werde auch mit dem hier questen. Mhm. 3. Ich glaube, dann werde ich hier jetzt auf den Pitzbühel angreifen. Sehr gut. 2 Schaden. War doch 2, ne? Ja. Okay, dann darfst du. Tupi. Ready, set, draw. Dann hau ich die Nase weiß in den Tintenvorrat und für 3 spiele ich Mickey Mouse Detektiv. Effekt Mickey Mouse, die oberste Karte geht in meinen Tintenvorrat verdeckt. Mhm. Flynn Rider queste ich, gehe auf 3. Du darfst. Okay. Ready, set, draw. Okay. Okay. Ich werde mal als erstes Pascal questen gehen. Mhm. Dann werde ich Pascal in den Tintenvorrat packen? Ja. Dann werde ich für 4 Merlin spielen. Jo. Karte. Jo. Okay, ja, dann kann ich nichts machen. Okay, du darfst. Okay.
dann ready, set, draw. Ich würde jetzt tatsächlich den Flynn Rider in den Tittenfutter packen. Und für 5 spiele ich Malefiz, 3-6, Quest für 3. Und schicke beide meine auf Erkundung. Bekomme ich 3, gehe ich auf 6. Du darfst. Gut. Okay. Olaf kommt in Tintenvorrat. Ja. 4 spiele ich Xaver Hampelmann. Jo. Kommt in den Ablagestapel. Jo. Zieh eine Karte. Ziehst 2 Karten. Nee. Aber Quatsch. Ja, ja. Das ist der Effekt von Xaver. Habe ich falsch geguckt. Ja, alles gut. Zumindest am Questen. Ja. Schön die Tarnung, ne? Aber auch nur solange da andere Charaktere sind. Ne? Ja, genau. Werde mit Merlin deinen Flynn Rider angreifen. Ja, dann müsstest du eine Handkarte erst abwerfen. Ja. Pinocchio. Ja. Und dann bekommst du einen Schaden drauf und meiner geht flöten. Flöten. Okay, damit kann ich jetzt machen. Der ist gerade reingekommen. Ja, das war's. Okay. Ready, set, draw. Onkel Raupe in Tittenvorrat. Mhm. Ich würde dann für 5 Ray spielen, der Wendig hat. Mhm. Schicke Malefiz und Mickey Mouse Questen. Da komme ich viele Geldpunkte, bin ich auf 10. Mhm. Du darfst. Ready, set, draw. Okay, Madame Mim in den Tintenvorrat. Mhm. Zahle dann 6 für Isma. Ja. Okay. Und schicke, ich glaube, Ray zurück in den Stapel. Bitte. Dann ziehe ich 2. Werde dann mit Pascal einmal questen und greife mit Merlin den Mickey Mouse an. Ja. Na komm, und dann greife ich mit Xaver Hampelmann an. Ja, das ergibt doch Sinn. Okay, das war's, meine ich, oder? Ach, egal, komm, ich küsse mit ihr. Ja, warum denn nicht? Ist doch gut. 7. Ich habe auch nichts mehr Kleines, was ich jetzt wegnehmen kann, also ist das schon sinnig. Okay, das war's. Ja, ready. Set, draw. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Herzog von Pitzbühel, gehe ich auf 7. Habe ich dann tatsächlich noch den einen? Wie sinnvoll ist das? Weiß ich nicht. 4-3 spiele ich Onkel Raupe.
Für 2 spiele ich die Verzauber oder die Zauberin. Queste mit meinem Malefiz. Gehe auf 13. Mhm. Und du darfst. Okay. Set and draw. Okay. Das jetzt so. So. Ich glaube, ich werde jetzt mit Madame. Moment. Freunde im Schattenreich. Ja. Singen lassen. Ja. Okay. Dann wieder einen Olaf in den Tintenvorrat packen. Mhm. Werde dann. Doch, ich glaube, das ist am sinnvollsten mit Isma. Mhm. Was ist jetzt los? Malefiz? Ja. Spielen. Und dann werde ich den habe ich gerade reingebracht, ist, ne? Nee, doch, nee. Nein, glaube ich nicht. Gar nicht, ne? Nee, dann werde ich mit den drei Questen. Das ist 10. Das ist schade, das fehlt leider so ein bisschen. Wird dann für 3 das Buch der Zaubersprüche nutzen, wird dann tappen und eins zahlen, questen und noch einen ausgeben, um einen weiteren Pascal einzubringen. Leider kann ich nicht so das ausfüllen, wie ich es ursprünglich mal hatte, wollte. Okay? Ja. Gut, dann darfst du. Ready, set, draw. Ein bisschen riskant. Handkarten? Eine? Zauberin greift deine Madame Mim an. Okay. Für 3 spiele ich Mickey Mouse. Perfekt, oberste Karte. Geht in den Tittenvorrat. Fünf spiele ich Ray und gebe ab. Okay. Ready. Spannende Partie. Ja, läuft anders als wieder beim letzten Mal, wo ich dieses Deck gespielt habe. Ja. Fühlt sich diesmal zwar auch besser an, aber ist trotzdem nicht so viel da zu machen. Die Partie ist ja schon anspruchsvoll. Also zumindest fühlt sich die für mich anspruchsvoll an. So, ich werde auf jeden Fall 4 ausgeben, Merlin. Ja, ziehst du schon mal eine Karte. Zu bringen. Dann mal ein bisschen niedriger, weißt du, dass der trocken ist. Ja, genau. Das hätte jetzt eigentlich auch mal
was kommen soll. Tatsächlich eine Karte vermisse ich jetzt gerade. Die auch schon die ganze Zeit nicht gekommen ist, merke ich. Pinocchio? Ja, genau, Pinocchio. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, wenn du Pinocchio hast, dann ist es deins. Wenn du kein Pinocchio hast, habe ich noch eine Chance. Das ist wirklich jetzt, okay. Das ist auf eine Karte. Okay, Pinocchio oder Elsa wäre auch gut gewesen. Naja, aber wie du siehst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Reicht nicht für eine Elsa. One Short, ja. Fehlt dir eins. Sonst wäre das sicherlich nicht. Keine Sorge, ich habe das im Blick gehabt. Ich werde die ganze Zeit am gucken. Deswegen musste ich dir auch mit deiner Zauberin deinen Fuchs wegnehmen, sonst hättest du Liefel gehabt. Ich musste hoffen, dass du nicht sowas hast. Boah, die Partie ist aber schon cool. Die Partie ist geil irgendwie. Ja, die selbst wenn das für euch nicht so wirkt zu Hause, aber hier im Kopf grübelt das gerade schon ein wenig. Das war schon heftig. Auch schon ein bisschen mehr. Also ja. Deshalb war ich jetzt ein bisschen enttäuscht, ohne zu viel zu verraten, was ich gerade gezogen habe. Ich weiß es bestimmt. Ich versuche mal zu raten. Er hat bestimmt die Ziege gezogen. Nein, das war nicht die Ziege. Nicht die Ziege? Oh, ich hätte gedacht, weil die hatte ich auch reinkalkuliert. Ich so, oh Gott, wenn er noch ein Zauberbuch hat oder eine Ziege, dann kann er das schließen. Ah! Oh. Nee. So ein Spot. Die Partie ist richtig cool gerade. So auf Messers Schneide fühlt sich das an. So. So, egal. Ich werde. Ah, nein, das geht ja nicht. Oh, dann ist das so die falsche Karte. Mal überlegen, wenn ich das jetzt so mache. Nein, dann bringt das nichts. Ach, Mann. Ich glaube, das liegt jetzt echt an einer Karte nur. Ja. Yep. Also du musst einen von mir tatsächlich wegmachen, ne? Oder du schließt das jetzt selber. Eins von beiden. Du schließt das selber und sonst bin ich dran und dann habe ich gewonnen. Deswegen habe ich nicht gequestet mit ihm. Hast du wahrscheinlich eben gesehen, ne? Weil logischerweise, sonst wäre das Risiko, dass du dann was machen kannst. Keine Ahnung, ich wollte das nicht riskieren. Okay, das so machen. Das war auch nichts, ne? Vielleicht haben wir mich auch verrechnet, ich weiß es nicht. Nee. Der kam eben lang, 7. Okay. Nee, ich kann, glaube ich, tatsächlich jetzt leider nichts gegen machen. Also. Ja, ich musste auch, das war jetzt auch ein paar. Da gab es halt ein paar Karten, die was dagegen hätten tun können. Elsa natürlich nicht, weil nicht genug Tinte. Mhm. Aber eine andere Isma hätte es getan. Ein Pinocchio hätte es getan, damit du reinlaufen kannst. Ja. Es hätte auch. Nee, ich glaube tatsächlich, ich werde nichts gegen dich jetzt ausrichten können, dass du dann nicht gewinnst. Weil leider werde ich es auch nicht schließen können. Mhm. Ja, knapp, aber. Die fehlt da, glaube ich, ein oder zwei Punkte fehlt dir da. Ich werde das jetzt einfach, glaube ich, so machen, wie ich es mir sonst vorgestellt hätte. Das ist auch ein bisschen. Das bringt ja auch nichts. Also ich werde einmal mit ihm questen. Ja. Das bringt jetzt aber trotzdem nichts. Ich führe es trotzdem einfach mal aus. Mhm. Werde für zwei Madame Mim spielen. Und den dann wieder zurück auf die Hand. Ja, um eine Karte noch zu ziehen. Das macht aber trotzdem nichts aus. Dann zeige ich den noch hier mit ein. 13, mal hier mit 14, 15, 16. Ich komme maximal auf 18 Punkte, ja. Was sicherlich nicht schlecht ist für das Deck. Aber ja, im Prinzip habe ich jetzt verloren, weil ich kann. Ja, die letzte hätte ich sogar gehabt, du warst aber eine Tinte. Deshalb hatte ich hier gehofft, dass ich nicht eine nicht tintbare Tinte. Ah, und die du gezogen hast? Das war nämlich eine. Ah, du hast nicht getintet, also diese Runde? Doch, hatte ich. Ah, hattest du schon, okay. Ja, ich meine schon, das war davor. Ah, ja, Olaf, stimmt. Genau, und das Problem war. Nee, warte mal, nee, das war tatsächlich die Runde davor, aber ich habe tatsächlich dann jetzt. Die andere gezogen. Ist egal. Merlin habe ich ja jetzt eben erst gezogen durch. Ja, und dann hättest du natürlich nicht genug, selbst wenn du es tinten würdest, könntest du nichts mehr machen. Ansonsten. Ja, verstanden.
Also ich hatte das eigentlich eine Runde vorher, weil dann hätte ich hier Onkel Raupe und... Ja, natürlich, klar, dann, ja, klar, logischerweise. Ich hatte im Kopf, ja. Cool. War eine coole Partie. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Hat aber nicht gereicht. Ja, ist okay. Aber 18 zu 20. Ja. Willkommen zur Runde 2. Game 2. Weiter geht's. Okay. Okidoki. Good luck, have fun. Yep. Okay. Danke, du auch, Heister. Ah ja, du fängst an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Ha, okidoki. Dann werde ich... Ich packe einen Tazerteller in Tintenvorrat. Yep. Toppe. Ja, Tazerteller. Ah, okay. Nee, Pascal. Okay. Und du darfst. Siehe, ich würde dann tatsächlich jetzt... Hallöle, hallöle. Herzog von Pitzbühel, Tintenvorrat und spiele den Flynn Rider, selbstbewusster Vagabund, und gebe ab. Okay. Ready to draw. Okay, dann... Ungern. Werde einmal einen Tazerteller ausspielen. Ja. Ziehe eine. Nicht so das, was ich will. Lege dann eine weitere Tazerteller im Tintenvorrat. Mhm. Und damit ich hier meine Freunde Tarnung geben kann. Die Tarn Brothers. Genau, und werde dann mit Pascal einmal kosten. Ja. 1. Okay, das war's. Gut, dann ready, set, draw. Okay. Das ist natürlich jetzt interessant. Ich glaube... lass jetzt los im Tintenvorrat. Mhm. Für 2 spiele ich die Zauberin. Flynn Rider geht questen für 1 und du darfst. Mhm. Ready, set. Das ist nicht so, wie ich es hoffe. Werde aber tatsächlich das jetzt los in Tintenvorrat packen. Wer denn? Hey, lass jetzt los, Tinten, Brother. Jo. ärgerlich. Kann tatsächlich leider nichts ausspielen. Werde aber mit beiden Pascals. Ja, die sind gut sicher beim Quest. Ja, beim Quest, dass du nichts ausspielen kannst. Ja, interessant. Ja, das ist echt ärgerlich. Ja, ist es tatsächlich. Okay. Ja, du darfst. Okay. Ready, set, draw. Dann würde ich ein Ray in den Tintenvorrat legen und für 3 spiele ich Detektiv Mickey, der mich rampen lässt, indem die oberste Karte meines Decks erschöpft in den Tintenvorrat gelegt wird, und schicke wieder Flynn Rider und die Zauberin, diesmal Questin. Bin ich auf 4 und du darfst. Okay, gut, da gibt es ja nicht so viel. Okay. Dann werde ich meinen Nick Wild in den Tintenvorrat packen und 4 ausgeben, um Xaver Hampelmann zu spielen. Okay. Verbanne Tazerteller in den Ablagestapel. Ja. Und ziehe eine Karte. 2 Karten. Ach, wieso vergesse ich das immer? Weil Tazerteller dir eine Karte ziehen lässt. Ja, wahrscheinlich und der Effekt nur von Hampelmann 2. Egal. Gut, werde dann mit den Skulls questen. Was ist los? Du bist nicht das Agro-Deck. Du sollst hier kontrollieren. Du machst mir Konkurrenz. 5, ja. Ah, da. 5. Okay. Das ist ja am Trocknen, dann darfst du. Okay. Ready, set, draw. Oh, jetzt läuft das Deck so, wie ich es haben möchte. Malefiz. Und dann 4 saftige, 5 wunderschöne Tintenfarben. Cusco. Und ich schicke meine komplette Truppe wieder erkunden. 1, 2, 3, 4. Bin ich auf 8. Cusco hat behütet. Quest 4, 3. Und derjenige, der Cusco verbannt, wird auch, beziehungsweise und ihn verbannt. Ja, wirklich gesagt. Derjenige, der Cusco verbannt, wird auch verbannt. Und verbannt, darfst du den Rostbandkacke verbannen? Ja. Okay. Ja, du darfst. Guck mal, meine Züge. Zang, zang, zang. Einfach direkt.
Agrodeck aller Name hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist schon wieder. Doch, das würde gehen. Und zwar werde ich Xaver Hampelmann in den Tintenvorrat packen. Tschüss, Xaver. Dann spiele ich das so. Für 3 Merlin Krabbe. Ja. Und werde ihn auf 4. Also Herausforderer plus 3 geben, ja, ist korrekt. 4, 6. Und für 2 werde ich Pinocchio ausspielen. Ja. Und das ist sehr stark. Werde dann mit Xaver Hampelmann, ja, ein Cusco. Ja, perfekt. Angreifen, bekomme dann selber 2 Schaden. Richtig, aber der Effekt von Cusco sagt, dass der den Verband wieder vorbei. Also Xaver weg. Aber das war genau richtig. Gut, das ist aber okay. Pinocchio. Leute, Pinocchio, diese Karte ist so stark, ey. Und werde mit 2x Pascal wieder Christen gehen. Ja. Und finde die 7 nicht. Okay, das war's von meiner Seite, ja. Jo, ready, set, draw, 2, 3, 4, 5, dann schicke ich jetzt wahrscheinlich, oh, das ist eine gute Frage jetzt, ich muss was im Tintenvorrat legen, 2, 3, 4, 5, okay, ich kann deine Pascals immer noch nicht angreifen. Ich glaube, ich würde Onkel Raupe in Tintenvorrat legen. Mhm. Und für 5 spiele ich Ray aus. Okay. Jetzt kommt der Punkt, wo dein Board anfängt zu gefährlich zu werden. Was soll ich machen? Ich bin bei 8. 9, 10, 11, 12. Und du darfst. Okay. Ready. Ein bisschen Platz machen. Werde dann mit Merlin und Flynn Rider angreifen. Jo. Und schau zurück und mal Flynn Switch. Guter Flynn, hat aber ein paar Punkte geholt. Mhm. Die Partie ist wieder an den Punkt gekommen, wie eben auch. Hm. Anfang ist super schnell, jetzt ist der Punkt, wo mein Board anfängt kleiner zu werden, dein Board wieder größer zu werden. Okay, ich werde auf jeden Fall 6 Tinten. Oh, kommt die gute alte. Isma. Ja, Isma. Isma wird dann, ja, Ray. Das ist stark. Zurück ins Deck gemischt. Das ist stark hier. Das ist perfekte Out dagegen. Ich dachte schon, oh, ich habe mal 12, eventuell klappt das wieder, aber das. Das haut mir hier schon stark zurück, auch wenn ich jetzt zwei Karten ziehen kann. Okay. 1 und 2. Okay. Und werde dann auf jeden Fall mit Pascal wieder questen gehen. Jo. Und nee, den lasse ich auch so. Okay. Das passt. Okay, das war's. Ich kann ja nichts machen, dann bist du dran. Okay, ready, set, draw. Irgendwie habe ich ungewöhnlich wenig Karten auf der Hand. Stimmt. Von wegen, das Deck zieht voll viele Karten, ne? Da sind so viele Draw-Engines drin und trotzdem passiert das mal so. Unfassbar. Oh, ich habe jetzt tatsächlich ein paar. Ich habe gute Plays, aber. Boah, 3, 6 habe ich schon mal. Also, ich würde für 6 den Genie ausspielen. Adventig, 3, 4 mit für 2 und verschwinden. Wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du einen Charakter deiner Wahl zurück auf die zügige Hand schicken. Ich schicke dir einen Pascal zurück auf die Hand. Würde mit den beiden jetzt auch tatsächlich questen gehen, auch wenn ich sie vielleicht nachher verliere, aber es geht darum, dass ich echt auf viele Punkte komme jetzt. Mhm. 15.
und würde die Nase weiß in den Tintenvorrat legen. Und du darfst. Okay. Ready, set, draw. Okay. Du bist bei 9 Legenden? Yep. Okay. Ja. Ja. Werde ich den Pascal in den Tintenvorrat legen. Der, den ich dir zurück auf die Hand geschickt habe. Mhm. Du hattest keine besseren Ziele. Diesmal wollte ich nicht. Mhm. Pinocchio hatte ich auch keine Lust so wirklich. Und die Krabbe, ja, vielleicht wäre die Krabbe gut gewesen, wobei dann hättest du eine ETB wieder gehabt. Ne? Mhm. Ich dachte mir schon, vielleicht kann ich den Tintenvorrat legen. Ne? Mhm. Was meint ihr, hätte ich ein besseres Ziel für Genie gefunden? Könnt ihr in den Kommentaren schreiben. Tja, jetzt frage ich das so. So oder so. Hm. Egal, ich zahle 4. Merlin? Ja. Das ist die Karte. Ach ja, hattest du. Ach, für die wieder eine für Elsa. Eieieiei. Ich hatte schon mit Elsa gerechnet. Also ohne Elsa. Und werde noch für 3. Ja. Zauberbuch. Okay. Das Buch der Zaubersprüche aus. Das Buch der Zaubersprüche. Okay, okay. Genau. Ich bin bei 15. Ja, ich weiß, das ist. Ja, du hast ja ein paar Angreifer, aber. Ja, das stimmt schon. Bloß ich kann nichts gegen den. Genie? Ja. Nächste Runde hast du Elsa. Mhm. Ich glaube, ich werde mit Merlin den Zauberin angreifen. Yes! Ich verschwinde zwar, aber dann bekomme ich. Genau. Er macht jetzt nicht so viel, so weil hat keinen Vorteil, ne? Obwohl, ich packe den, glaube ich, einfach auf Pinocchio. Ja. Hab dann 4-1. Greife dann ja. Mickey Mouse an. Okay, der war gerade reingekommen. Ja, werde mit Pascal auf jeden Fall wohl. Ist egal. Und dann noch mit Isma Kassen. Mhm. Ich war schon bei 12, ha? Okay, Das wird eine spannende Schlussphase hier. Ich kann aber auch jetzt nichts mehr machen, also bist du jetzt. Ja, okay. Ready. Meine Handkarten hier. Set und Draw. Weiß man nicht, aber das war in dem Spiel davor genau umgekehrt. Ja, ich spiele Herzog von Pittsburgh auf das Feld. Dennoch glaube ich, dass ich das. Ja, ich guck mal, vielleicht ist es nicht richtig. Ich spiele Auge der Mäuerin aus. Würde Auge der Mäuerin auf Genie auf alle Fälle setzen. Dass er plus 1 Legenden bekommt, wenn er erkunden geht. Mhm. Damit gehe ich jetzt erkunden, bekomme ich plus 3, gehe ich auf 18. Mhm. Und kann nichts anderes machen. Du darfst. Okay. Ja, jetzt bekomme ich die Elze ab. Set. Kommt endlich die Elsa! Aber ja. Ich singe. Ich muss jemand mal so
König singe, lass es los. Mhm. Okay, das ist valide. Oh. So, wie mache ich das denn jetzt noch? Hast du keine Elsa? Hast du mich veräppelt die ganze Zeit? Du hast angenommen. Was? Aber ich kann ja immer noch was in den Tintenvorrat legen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Achso, ja, ich hätte gedacht, dass du... Okay. Boah, mit der Elsa hättest du nämlich gewonnen. Ja. Yeah. Und du hast echt die Elsa nicht? Oh no. Sag ich nur nicht. Muss ja spannend bleiben, ey. Ich mach das so. Emotionen! So viel zu dem Thema. Ich zahle 4 Tinten. Die gibt's auch noch. Merlin. Mäh. Mach eine Ziege so. Ja, irgendwie so. Oh, bis auf 13. Genau. Zahle dann noch. Aber warte. Ich bin bei 18. Du musst den loswerden. Ja. Okay, bist du dabei, du arbeitest dran. Zahle 2, spiele Pinocchio. Oh, sehr gut. Sehr gut. So was darfst du nicht sagen, du bist mein Gegner. Ey. Oh mein Gott. Ich wollte nur sagen, weil wer mit auch wieder Mäulern hätte ich dann genau für 2 gequestet. Ja, ja, ja. Oh, das ist natürlich jetzt nasty. Ja, ich glaube, da kann ich ja nur mit Merlin. Ja, aber sonst gehst du nicht los. Ja, ja. Genau. Kommen 2 Schaden. Ja. Das ist aber richtig. So, jetzt bräuchte ich jemanden, der sofort questen kann. Okay. Ah, das gibt's ja noch gar nicht im Spiel. Okay, dann zahle ich ein für den. 14. Oh ja. Und gehe mit Pascal auch ein. Oh! Pass. Also, das hast du gut gespielt, ich glaube. 15, ja, weiß man. Aber Pinocchio nicht. Wieder! Pinocchio, ja. MVP! Jetzt aber richtig. Wie stark ist Pinocchio eigentlich? Also, jetzt das erste Mal, dass er so richtig kam, wie ich es brauchte. Also bei dir. Aber auch schon eben, hast du meinen Cusco weggenommen, ganz am Anfang der Partie. War auch mächtig. Cusco, stimmt, ja. Die ganze Zeit so, wäre mir mindestens 3 Punkte wieder. Aber so, wie es jetzt gelaufen ist, oder wie du es vorhin, also in einem Spiel, lief, habe ich es tatsächlich so noch nicht gehabt. Ja, also, ja stark. Im Moment finde ich es echt gut, macht Spaß. Stark, du bist bei 15, ne? 15, 16, ja. 17, 18, 19, 20, 21, 22, ja, dann müsste es deiner sein. Keine Ahnung. Ja, darf ich? Ja, klar, Entschuldigung. Alles gut. Ready, set, draw. Es gibt ja nichts, was sofort questen kann. Ich kann dir halt irgendwas weghauen. Du hast trotzdem bei 1, 2, 3, 4, 5. Ich mach's einfach. Dann kannst du dir, wie es sich gehört, auch den Sieg holen. So muss das nämlich sein. Ich gerne aufgeben. Nein, ich finde es aber auch schöner, wenn man dann bis zum Ende... Aber ich würde jetzt für 3 einfach hier die Onkel Raupe spielen, die nichts machen kann. Für 5 spiele ich noch Ray und gebe ab. Okay, gut. Wunderbar. Dankeschön. So, ich mache jetzt auch nicht großartig... Sober und mach 1. Zumindest die Karte ziehen solltest du, um es regelkonform zu machen. Oh. Nein, alles gut. So. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Sehr schön. Hat Spaß gemacht. Das war cool. Aber das ist ganz knapp, Alter. Ja, das, aber der so Cusco. Dass du mir den Cusco, meine erste Karte, der Pinocchio gegen meinen Cusco. Genau, wieder jetzt der Pinocchio gegen den Dings. Boah, Pinocchio. Cool. Pinocchio ist so stark. Also, so gefällt mir das. Also, ich hatte echt. Habe ich ja schon mal gesagt, auch so außerhalb der Aufnahme. Ich habe schon gesagt, mir gefällt das Deck irgendwie schon. Vom Gefühl ist es gut, man kann sicherlich noch einiges optimieren. Mhm. Aber mir gefällt das, weil es auch irgendwie gefühlt relativ leicht von der Hand ist. Ja, stimmt. Wahrscheinlich aufgrund dessen, weil man eben... Naja, relativ von der Hand würde ich jetzt nicht sagen. Du hast unfassbar viele Kombinationen. Ja, das stimmt. Die aber, die Madame Mims mit sich bringen. Du kannst einfach... Pinocchio, dann Schlange, Pinocchio zurück auf die Hand, Pinocchio, dann kommt Fuchs, Pinocchio wieder zurück auf die Hand mit was anderes. Also du kannst wirklich coole Loops machen. Also wenn die Kombination kommt. Ja, im Grunde genommen muss man mit dem Deck versuchen, das Board zu kontrollieren. Ja. Wenn man das nicht schafft und der Gegner ist viel weiter im Board, hat man, glaube ich, verloren. Ich glaube, das kriegt man nicht mehr zurück. Aber sonst, hey, cool, also, okay. Das ist möglich. Game 3 jetzt, Game 3. Hey, sehr gut. Willkommen zu Runde 3. Runde 3. So, bleibt man die durch den Socken drauf. Zack. Yep. Okay, ich möchte diesmal anfangen. Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein bisschen mehr Speed zwar. Eben lief das so gut, ey, dein Pinocchio. Ja. Unfassbar, dein Pinocchio, unfassbar. Oh. Okay, das Einzige, was ich habe, ist tatsächlich das und das. Okay, das ist mir zu viel. Okay, ich könnte natürlich auch den nehmen. Buggy suche ich was anderes. 2, 10. Ja, ich tue 4 weg tatsächlich. Okay. 2 behalte ich, Queenie. 3, 4, 5, 6, 7. Sehr schlecht. Das war's. Weiß man nicht. Eieieiei. Du weißt ja nicht, was ich habe.
noch schlechter davon. Hm. Du kannst mir den Karten ziehen. Ich habe keine Karte, die mich Karten zieht. Ja, der Hutmacher, aber... Du darfst? Jo. Good luck, have fun. Best of three. Ja, ebenfalls. Na dann, Herzog von Pittsburgh, Tintenvorrat und Flynn Rider, go. Okay, ein Olaf, ja. Ein Tintenvorrat. Ich spiele ein Tazziatella. Ja. Und du darfst. Jo, ready, set, drop. Die ersten Züge sind immer so cool, ne? Ja. Mach mal einfach, soll ich dir abgeben? Herzog von Pittsburgh, 4-2, kommt Flynn Rider. Ich queste mit den anderen Flynn Rider. Ich gehe auf einen Legendenpunkt. Du darfst. Okay, wunderbar. Ready, set. Draw. Okay, okay, okay. Das ist nicht ganz so, wie ich es möchte. Questen. Dann werde ich, glaube jetzt... Packe noch ein Olaf hier rein. Ich bin noch ein Tazziatella. Oh, was ist los? Und für den anderen spiele ich ein Olaf aus. Okay. Müsste eine Runde zu spät, aber besser später als nie. Hm. Aber ich glaube dir, wenn ich jetzt nicht goldig ziehe, dann keine Chance. Du darfst. Ready, set, draw. Ich habe goldig gezogen. Okay, cool. Was für ein Glück heißt das übrigens. Flynn Rider, Tintenvorrat. 4-3 spiele ich Mickey Mouse, die ich gerade gezogen habe. So, Tintenvorrat. Und ich gehe questen. Bekomme 3, gehe ich auf 4. Du darfst. Jetzt habe ich auch kein Follow-up. Freunde im Schattenreich. Den Tintenvorrat. Ich will mir mal diesen Luxus haben. Freunde im Schattenreich wegzutun. Ich habe nur 3 Karten noch. Ja, mein Naja, mein Deck ist ja nicht darauf so ausgelegt, toll, ne? Also ist ja okay. Wenn ich jetzt gleich Cusco ziehe. Ich werde noch eine Rechnung auf mit Pinocchio von ihm. Wenn. Doofe Holzpuppe. Nein, gar nicht, ich mag Pinocchio sehr. Pinocchio ist cool. Och Mann, das ist tatsächlich jetzt doof. Das ist nicht so toll. Egal. Dann für 3. Da hat das. So ein schönes Zauberbuch habe ich bis jetzt nicht gesehen, die ganzen Partien. Okay. Interessant. Oder schlechte Hand, dann muss ich sagen. Ich glaube, das wird sehr später spielen, aber interessant, ja. Egal, ich gehe einfach Quest. Ja. Quest ist. Greife dich mit allen an, damit dein Olaf weg ist. Das gar nicht so doof ist. Dann könntest du nicht mal bouncen. Vielleicht mache ich das wirklich. Darf ich? Entschuldigung, sorry. Ready, set, draw. Oh ja, okay, nicht verkehrt. Ich gedacht habe, ich habe jetzt keinen richtigen Follow-up, aber ich würde, keine Ahnung, ich glaube, die Partie ist schnell. Lass jetzt los in Tintenvorrat. Würde für 3 Onkel Raupe spielen. Und für 2 die Zauberin spielen. Hm. Ich gehe richtig jetzt, wie sagt man so schön, ich kotze meine Hand aus. All in. Um es schöner zu sagen. Und weil ich es gesagt habe, tatsächlich, ich glaube, ich mache das wirklich. Die greifen alle meine Olaf an. Der arme Olaf, der wird von überall verdrescht. Okay. Zwar bekommen die jetzt alle auch einen Schaden, aber da du ein Bounce-Deck spielst, merkt euch das, wenn der Gegner natürlich keine Charaktere auf dem Board hat, kann die nicht zurückbouncen. Mhm. Vielleicht war das schlau, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich habe natürlich jetzt 4 Legendenpunkte versaust. Du darfst. Ich habe nur eine Handkarte. Set and draw. Ich gehe jetzt. Ja, ich muss ja was machen. Ich spiele. Packe ich mal in den Tintenvorrat. Ja. Ich spiele 4. Oh, Ziege. Nee, Xaver Hampelmann. Ich denke, oh ja, natürlich der bessere von den beiden. Verbanne den Gegenstand. Ja, siehst du gerade. Ablagestapel. 3 Karten. Ziel. Oh, aber ich kann jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Legendenpunkte. Ja, gut, aber ich kann auch nichts mehr machen. Jetzt. Nein, kannst du auch nicht. Du darfst. Ja. Ready? Mein Gott. Das ist ja, ich race gerade wie eine Maschine hier durch die Agro. Die haben schon so viele Legenden gesammelt, die guten. Und du 3, 4, 5. Für 4 spiele ich noch die Nase weiß aus. Und 1, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9 Legenden, gehe ich auf 13. So viel zu dem Thema, du hast eine schlechtere Hand gehabt als ich. Die war nicht gut, also für das, was Deck machen möchte, war nicht gut. Du hast leider eine schlechtere Hand gehabt als ich. Offensichtlich. Und ich bin gespannt, ob du was zum Bouncen hast auf der Hand. Ob mein hier, ich greife deinen Olaf an, gar nicht mal so doof war. Du darfst. Okay. Ready, set und draw. Ey, warte, wie viel habe ich jetzt gequestet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus 3. Ja, ich hatte doch schon 4, ne? Genau, ich bin bei 13, nicht bei 3. Das war's. Das oder das. Ich habe 13 schon, ne? Für dich, Thorsten. Ja, ja. Du wirst da. Komm ich wahrscheinlich gar nicht mehr so schnell hinterher. Ich kann auch noch für 11 questen. Also, du musst noch was wecken. Für 11 questen. Ja. Kacke. Merlin in den Tintenvorrat. Ja. Okay. Ich glaube, das war schon tatsächlich. Was für eine schnelle Partie. Ich kann da, glaube ich, nicht mehr viel machen. Das war ja heftig. Ich kann da ja gar nichts machen. Das war ja richtig krass. Aber ich spiele trotzdem weiter. Ja, bitte. Zahl 3. Ich spiele mehr den Krabbe. Ja. Ja. Keine Ahnung. 4, 6 halt. Ja. Also der Quest für 3. Wahrscheinlich ist das dein Ziel, was du haben dann möchtest. Dann werde ich natürlich auch Onkel Raupe dann. Genau. Ein Schaden entfernen. Zurück. Und meiner geht hops. Genau. Aber da kann ich jetzt noch gewinnen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du bist auf 21. Ja, krass. Also ich habe da auch nicht großartig irgendwas, was ich machen krass. Kann. Das ist die Power von Agro. Obwohl das eine schlechte Hand war. Und natürlich, weil der Gegner noch schlechter gezogen hat. Ja, ich habe tatsächlich echt ungünstige Karten gezogen. Kann ich dir gleich gerne sagen. Aber ich glaube, das war's. Ich kann hier nichts mehr machen. Ich spiele noch für 2 Pinocchio einfach nur Pinocchio. Für die Emotion. Für die Emotion. Ja, Nase weiß. und gebe ab. Okay. Das war's. Ja, supi. Ich würde also, dann einfach mit alle Quests. Ich ziehe eine Karte, Queste. Und also hier, wenn man mal guckt, ich hab keine einzige Bounce-Karte. Ja, die Bounce. Bekommen. Die Bounce. Good game, schönes Spiel. Wir hoffen, euch hat das Gameplay gefallen. Wenn dem so ist, wisst ihr, was zu tun ist. Comment, like and subscribe. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.